Hallo Freunde! Videospiele gehören zu den beliebtesten Unterhaltungsmedien weltweit. Ihren enormen Erfolg haben sie größtenteils der großen Vielfalt zu verdanken. Es gibt verschiedene Plattformen und unzählige Titel für alle Geschmäcker und jedes Alter. In diesem Video geht es jedoch um die Titel, die so entworfen wurden, dass sie uns tatsächlich zum Verzweifeln bringen. Und so gut wie jeder von uns hat es am eigenen Leibe erfahren. Nummer 1. Getting Over It. Getting Over It wurde so beliebt wegen der großen Frustration, die es bei jedem verursachte, der es gespielt hat. Es ist eine Herausforderung, der sich viele, vor allem Streamer, stellen wollten. Die Idee scheint einfach. Gespielt wird ein Mann in einem Kessel, der nur einen Hammer hat. Und mit diesem muss er an die Spitze des Berges gelangen. Hat man jedoch einmal die Maus in der Hand und fängt an, den Charakter zu bedienen, merkt man schnell, wie kompliziert so etwas sein kann. Was die Schwierigkeit zudem noch erhöht, ist, dass keine Kontrollpunkte existieren. Mit anderen Worten, wenn du die Kontrolle verlierst, geht dein gesamter Fortschritt verloren und du stehst wieder am Anfang. Wenn du zu denen gehörst, die auch von diesem Spiel gedemütigt wurden, mach dir nichts draus, nur wenige Menschen haben dieses Spiel wirklich abgeschlossen. Nummer 2. Chrome Dino. Keine Internetverbindung zu haben ist heutzutage eine wirklich grauenvolle Situation. Doch die Macher von Google Chrome haben sich auch hierfür etwas einfallen lassen. Die Rede ist von einem ziemlich einfach aussehenden Spiel. Der Protagonist ist ein Pixel-T-Rex und trotz der Tatsache, dass man im Grunde nur Hindernissen ausweichen muss, bringt dieses Spiel dich nicht selten in einen verzweifelten Zustand. Die Schwierigkeit steigert sich im Laufe des Spiels so, dass man schon ausgezeichnete Reflexe haben muss, um fortzufahren. Es sollte noch hinzugefügt werden, dass bis heute niemand die maximale Punktzahl von 91.521 erreicht hat. Höchstwahrscheinlich wird es auch nie jemand schaffen, außer vielleicht eine KI. Nummer 3. Flappy Birds. Flappy Birds hat damals Geschichte geschrieben. Es war ein Spiel, das die meisten Spieler innerhalb kürzester Zeit süchtig machte und enorm viel Stress verursachte. Aus genau diesen beiden Gründen entschied sich der Schöpfer, das Spiel auch schon nach kurzer Zeit aus dem App Store und Google Play zu entfernen. Falls du das Spiel gespielt hast, wirst du dich noch gut daran erinnern können, wie schwer es war zu verhindern, dass der Vogel mit den Röhren kollidiert. Nachdem es damals entfernt wurde, wurden teilweise sogar Handys für hohe Summen verkauft, die das Spiel noch installiert hatten. Falls du daran interessiert bist, Rache an diesem Spiel zu nehmen, es gibt mittlerweile zahlreiche ähnliche Versionen. Aber ich warne dich, auch hier kann es schnell mal zum Verzweifeln kommen. Nummer 4. Cuphead. Eines muss man diesem Spiel lassen, der Stil der Animation ist ein wahres Kunstwerk. Angelehnt an die Cartoons der 30er weckt es immer wieder nostalgische Gefühle. Aber hinter all der familienfreundlichen Atmosphäre steckt ein ziemlich herausforderndes Spiel. Immer wieder muss man sich schnellstmöglich an die gegebenen Situationen anpassen, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Ein weiterer Punkt, der dieses Spiel so schwer macht, ist die große Vielfalt an Gegnern und Bossen, die alle verschiedene Fähigkeiten besitzen. Und da ihre Aktionen dem Zufallsprinzip überlassen wurden, kann man sich auch keine bestimmte Reihenfolge merken. Aber trotz allem ist es ein Spiel, das wirklich Spaß machen kann, solange man nur hartnäckig genug ist. Nummer 5. Dark Souls. Wenn du Dark Souls gespielt hast, bin ich mir sicher, dass auch du diese Nachricht fast schon unendliche Male gesehen hast. Die große Vielfalt an extrem schweren Bossen und Feinden macht dieses Spiel einzigartig. Und berücksichtigt man die komplexen Möglichkeiten, zählt dieses Spiel wirklich zu den kompliziertesten Games aller Zeiten. Was dieses Spiel noch um einiges schlimmer macht, ist, dass man beim Sterben alle eingesammelten Seelen verliert, die man fürs Aufsteigen und Kaufen braucht. Trotz allem empfehle ich, dieses Spiel zu spielen. Auch wenn man aufpassen muss, dass der Controller nicht im Bildschirm landet. Ich bin gespannt, was uns in Zukunft noch an schweren bzw. frustrierenden Spielen erwartet. Am meisten freue ich mich zurzeit auf das Remake von Resident Evil 2. Was hältst du von diesem Thema? Welches Spiel war deiner Meinung nach das schwerste? Und auf welches bald erscheinende freust du dich am meisten? Teile es uns doch in den Kommentaren mit! Danke fürs Zuschauen! Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!